Ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier im Saal und die Experten über Video und natürlich auch die Öffentlichkeit, die auch über Video an dieser 90. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit in Form einer Anhörung teilnimmt. Ich begrüße alle. Es ist eine Form von Sitzung, wie wir sie noch nicht durchgeführt haben, Form von einer Präsenzsitzung und einem Online-Meeting. Die Sachverständigen sind also über WebEx zugeschaltet. Und ich darf die Experten, die Sachverständigen bitten, dass alle, aber das gilt auch für die Kolleginnen und Kollegen, dass man mit seinem Namen sich anmeldet, weil wir überprüfen werden, ob also alle eine Berechtigung haben, hier an dieser Anhörung teilzunehmen. Und das ist nur möglich, wenn wir also wissen, wer also sozusagen am anderen Ende der Leitung ist. Ich darf alle bitten, die Mikrofone vorerst stumm zu schalten. Die im Saal anwesenden Abgeordneten bitte ich, sich mit einem Endgerät ihrer Wahl in die Sitzung einzuwählen und dieses Gerät auch stumm zu schalten. Ihre Fragen stellen Sie über die Tischmikrofone. Zum weiteren Verfahren komme ich gleich zurück. Wir beschäftigen uns heute in dieser öffentlichen Anhörung mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite und einem Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Außerdem sind 8 Anträge der Fraktion der AfD, 3 der Fraktion der FDP, 1 Antrag der Fraktion Die Linke und 2 Anträge der Fraktion Bündnis 90 Grüne Gegenstand der Anhörung. Ich werde diese Anträge im Text jetzt nicht alle vorlesen, aus Zeitgründen. Meine Damen und Herren, mit dem zweiten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite sollen weitere Maßnahmen getroffen werden, um zum einen das Funktionieren des Gesundheitswesens in einem in gesamten Bundesrepublik betreffenden pandemischen Notfall sicherzustellen. Zum anderen sollen die negativen finanziellen Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung, die mit den in einer pandemischen Situation erforderlichen Maßnahmen verbunden sind, abgemildert werden. Darüber hinaus haben die 4 Oppositionsfraktionen insgesamt 14 Anträge vorgelegt, über die wir heute ebenfalls beraten werden. Bevor wir anfangen, will ich den Ablauf der Anhörung erklären. Uns stehen für diese Anhörung insgesamt 90 Minuten zur Verfügung. Diese 90 Minuten wurden auf die Fraktionen entsprechend ihrer Stärke verteilt. Die genaue Verteilung entnehmen Sie bitte dem Plan, der vor Ihnen liegt bzw. Ihnen zugegangen ist. Ich darf sowohl die Fragenden als auch die Sachverständigen bitten, sich möglichst kurz zu fassen, damit wir viele Fragen und Antworten erhalten können. Ich bitte die aufgerufenen Sachverständigen, vor der Beantwortung der Fragen daran zu denken, ihr Mikrofon und ihre Kamera freizuschalten und sich mit Namen und Verband vorzustellen. Sobald Sie Ihren Redebeitrag beginnen, sind Sie für uns auf dem Videowürfel im Saal zu sehen und zu hören. Des Weiteren bitte ich alle im Saal Anwesenden, ihre Mobiltelefone wie immer auszuschalten. Das Klingeln kostet 5 € für einen guten Zweck. Ich weise darauf hin, dass die Anhörung live auf der Homepage des Deutschen Bundestages und im Parlamentsfernsehen gezeigt wird. Außerdem können Sie sich die Anhörung im Nachgang in der Mediathek des Deutschen Bundestages anschauen. Das Wortprotokoll der Anhörung wird auf der Homepage des Ausschusses veröffentlicht. An dieser Stelle möchte ich denjenigen Sachverständigen danken, die eine schriftliche Stellungnahme vorgelegt haben. Dann kommen wir jetzt zum Beginn der Anhörung und ich darf
der Fraktion CDU/CSU als erstes das Wort geben. Und die erste Frage stellt Karin Mack. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Meine erste Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Wollenschläger mit folgendem Inhalt. Es wird derzeit ja kontrovers über die Frage der Ermächtigung der Regierung durch das Parlament diskutiert, entsprechende Rechtsverordnungen zu erlassen. Inwieweit halten Sie die zeitlich begrenzte Ermächtigung der Exekutive im derzeitigen Pandemiefall für rechtskonform? Vielen Dank, Herr Professor Dr. Wollenschläger. Wir verstehen Sie im Moment nicht. Einen Moment. Kann es sein, dass Sie Ihr Mikro noch stumm? Ja. Es scheint so zu sein, dass also die Sachverständigen sich untereinander verstehen, nur wir die Sachverständigen über diese Anlage nicht verstehen. Ja. Ja. Oder wir müssen mehr üben. Wir haben ein technisches Problem, das wir versuchen, so schnell als möglich zu klären. Und wenn wir das also über diese Anlage nicht geklärt bekommen, denke ich, werden wir auf unsere iPads oder iPhones umstellen müssen. Ich denke, dass wir kurz unterbrechen und dann in wenigen Minuten weitermachen. Das Bild ist eins.
Kann man mich jetzt verstehen bei den Sachverständigen? Wir haben aber immer noch einen Hall im Raum, wenn wir es so machen. Hat keinen Zweck. Ich kann meins nicht komplett abschalten, also den Ton abschalten. Das ist Problem, ja, ja. Bitte? Das ist leider so bei den iPads. Das geht wohl nicht technisch. Nicht geht nicht. Achso, nein. Ich kann es bei WebEx aus. Also.
Alle nochmal die lokalen Mikros ausschalten. So. Hier ist die Konferenztechnik. Würde mich ein Teilnehmer, wir schalten mal Herrn Wollenschläger frei mit der Bitte, dass er sich mal meldet. Ja. Ja, laut und deutlich. Vielen Dank. Und wir sehen Sie auch. Und Sie sehen mich auch. Das ist ja perfekt. Ich eröffne die Sitzung. Und gebe. Bitte? Nein, das muss an sein. Ich versuche, möglichst leise zu reden und eröffne die Sitzung und gebe das Wort an Professor Dr. Wollenschläger. In dem Gesetzesentwurf enthalten sind. Zu dieser Frage nehme ich Stellung. In grundsätzlicher Hinsicht ist zu sagen, dass das Grundgesetz keine Sonderverordnungsbefugnisse für den Fall eines Gesundheitsnotstands kennt, sondern sich die Verordnungsbefugnis nach der allgemeinen Regel des Artikel 80 Grundgesetz richtet, der die Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen gestattet, aber gleichzeitig diese begrenzt. Und diese Begrenzung findet namentlich im Bestimmtheitsgebot des Artikel 80 Absatz 1 Satz 2 seinen Ausdruck. Und diese enge Anbindung der exekutiven Rechtsetzung an das Parlamentsgesetz hat auch sehr gute Gründe. Nicht nur negative historische Erfahrungen mit zu weitreichenden exekutiven Rechtsetzungsbefugnissen zu Weimarer Zeiten, sondern auch harte verfassungsrechtliche Anforderungen der Gewaltenteilung, der Demokratie und des Rechtsstaats. Vor diesem Hintergrund liegt es natürlich auf der Hand, dass die verfassungsrechtliche Brisanz von Verordnungsermächtigungen mit dem Ausmaß steigt, mit dem der Exekutive Regelungsbefugnisse zugesprochen werden. Und dieses Ausmaß ist in unserem Kontext natürlich beträchtlich. Hinzu kommt, dass die hier im Mittelpunkt stehende Ermächtigung gestattet, in Rechtsverordnungen von parlamentsgesetzlichen Regelungen abzuweichen. Und auch das mag natürlich angesichts der Gesetzesbindung der Verwaltung Bedenken begründen. Gleichwohl ist festzuhalten, dass das Bundesverfassungsgericht derartige Verordnungsbefugnisse genauso wie das überwiegende Schrifttum für grundsätzlich zulässig erachtet. Das Bundesverfassungsgericht hat hierbei insbesondere herausgearbeitet, dass dadurch nicht der Vorrang des Gesetzes ausgehebelt wird, weil sich der Gesetzgeber darauf beschränkt, seinen eigenen Normen einen nur subsidiären Charakter zu geben. Gleichwohl ist die Einräumung derartiger Abweichungsbefugnisse nur in den Grenzen des Bestimmtheitsgebots des Artikel 80 Absatz 1 Satz 2 zulässig, das den wesentlichen, auch die Gesetzesbindung konkretisierenden
verfassungsrechtlichen Prüfungsmaßstab darstellt. Welche Anforderungen aus dem Bestimmtheitsgebot konkret folgen, hängt zum einen von der Grundrechtsrelevanz und zum anderen von der Eigenart des zu regelnden Sachverhalts ab. Allgemein kann man vielleicht sagen, dass die Vielgestaltigkeit, Komplexität und Dynamik der Materie Bestimmtheitsanforderungen reduziert, genauso wie im Übrigen die sachlichen und zeitlichen Grenzen der Regelungsbefugnisse im Gesetzentwurf, hätten auch das Erfordernis einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, die ja zudem der Bundestag feststellen. Was eine konkrete verfassungsrechtliche Bewertung betrifft, so ist zu sagen, dass eine solche nicht pauschal möglich ist, sondern nur in Auseinandersetzung mit den einzelnen Verordnungsermächtigungen. Es war mir jetzt im Rahmen dieser kurzfristigen Stellungnahme leider nicht möglich, hier umfassend und im Detail jede der Verordnungsermächtigungen zu beleuchten. Ich habe mich in meiner Stellungnahme konzentriert auf die Verordnungsermächtigung zu Gesundheitsberufen, insbesondere weil diese ja erstmals mit diesem Gesetzesentwurf und nicht bereits mit dem ersten Gesetz Eingang in § 5 des Infektionsschutzgesetzes gefunden habe, und komme bei einer überschlägigen verfassungsrechtlichen Prüfung zum Ergebnis, dass diese Verordnungsermächtigung verfassungskonform ist. Ich habe aber gleichzeitig Empfehlungen für eine Präzisierung des Wortlauts in meiner Stellungnahme abgegeben. Was man natürlich nicht verkennen darf, ist, dass insbesondere die auf das erste Gesetz zurückgehenden Verordnungsermächtigungen generell, insbesondere die Nummer 3, weiterreichen. Und ein letzter Punkt, unabhängig von verfassungsrechtlichen Grenzen, ist natürlich auch zu sehen, dass Rechtsetzungsbefugnisse der Exekutive auf einer Ermessensentscheidung des Parlaments beruhen und damit die Delegationsentscheidung auch verfassungspolitisch vom Parlament zu beantworten ist. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wie man sich grundsätzlich hinsichtlich der Verteilung von Rechtsetzungskompetenzen zwischen Parlament und Exekutive positioniert und natürlich auch in Krisensituationen. Entscheidend erscheint mir die Bewertung, ob in der aktuellen Situation ein entsprechendes Flexibilitätsbedürfnis für den Verordnungserlass gegeben ist. Was man sicherlich auch erwägen kann, ist, ob Informationspflichten und Mitwirkungsrechte, wie zum Beispiel Zustimmungs- oder Aufhebungsbefugnisse des Bundestags, eingeräumt werden sollen, die natürlich eine entsprechende Kontrolle und einen entsprechenden Einfluss ermöglichen. Dabei ist allerdings zu sehen, dass in gewisser Weise Mitwirkungsrechte natürlich immer auch das Flexibilisierungs- und Beschleunigungsziel einer Delegation etwas schwächen, sodass auch insoweit eine Abwägung zu treffen ist. Und was dann die Aktualisierung dieser Verordnungsermächtigung betrifft, abschließend darauf hinweisen, dass diese Tatbestandsmerkmale ja gerade einer Begrenzung exekutiver Kompetenzen dienen, um auszulegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Rudolf Henkel von der CDU-CSU. Entschuldigung, die nächste Frage stellt Dr. Kippels. Was soll ich jetzt machen? Herzschlag. Das Wort hat Dr. Kippels. Ja, vielen herzlichen Dank. Die Frage richtet sich an die Deutsche Gesellschaft für Virologie oder, falls diese nicht im System vertreten sein sollte, hilfsweise an die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften. Die Meldepflichten werden dahingehend erweitert, dass unter anderem auch negative Testergebnisse, Angaben zum Behandlungsergebnis und zum Serostatus in Bezug auf Covid-19 gemeldet werden müssen. Wie bewerten Sie diese Erweiterung mit Blick auf bessere wissenschaftliche Erkenntnisse und mögliche Einschätzungen für die Zukunft? Vielen Dank, Frau Professor Dr. Sisek. Sie haben das Wort. Ich hoffe, man hört mich. Ja, wir hören Sie. Ja, vielen Dank für die Frage. Also wir haben noch eine Stellungnahme gestern abgegeben als Fachgesellschaft und gehen hier auch ein auf die Meldepflicht. Ich denke, den einen Teil betrifft ja die Meldung auch auf PCR-Testung, auch das negative Ergebnis zu melden. Das sehen wir als ja wichtig an, weil nur so epidemiologisch Entscheidungen getroffen werden können und nur so eine wirkliche Korrelation zu den positiven Befunden
ja erfolgen kann, was wichtig ist für eine Pandemiekontrolle. Wir sehen aber auch so, dass das übermittelnde Datenfenster sollte vereinheitlicht sein und digitalisiert sein und möglichst auf ein Minimum der Informationen beschränkt werden, weil da werden ja sehr viele Informationen abgefragt von den Laboren. Und wenn man jetzt sich überlegt, dass wir die PCR-Testung erhöhen wollen in Altenheimen, an Flughäfen oder in öffentlichen Orten, wenn das ein Ziel sein soll, dann wäre das schwierig, wenn man sehr viele Informationen abfragt. Dann zum Immunstatus, da haben wir oder habe ich eine klare Meinung. Bisher wissen wir sehr wenig, was Immunität bei dieser Erkrankung bedeutet. Da gibt es diese Warnung auch von der WHO. Wir gehen davon aus, dass ein Mensch, der eine Infektion nachweislich hatte, eine gewisse Immunität hat. Aber wie lange, wie viele Monate, wie viele Wochen oder wie viele Jahre, das weiß im Moment keiner. Und diese Tests, mit denen wir Antikörper bestimmen, sind einfach nicht 100% korrekt oder perfekt. Und wenn Sie zum Beispiel jetzt große Screenings in der Bevölkerung durchführen würden und einen positiven Nachweis dieses Tests hätten, also Antikörper finden, ohne dass vorher bekannt war, dass dieser Patient oder diese Person eine Infektion hatte, dann gibt es falsch positive Befunde. Das heißt, es kann sein, dass diese Person eine andere Coronavirus-Erkrankung hatte und es zu einer Kreuzreaktion gekommen ist. Und deshalb finde ich das schwierig, einen Immunitätspass zum Beispiel auszustellen, denn sie würden, also man darf daraus einfach keine Konsequenzen ziehen, wenn ein positiver Nachweis festgestellt wurde. Und zum Beispiel daraus ziehen, dass eine Krankenschwester in ungeschützt mit Covid-Patienten in Kontakt treten dürfte. Deswegen würde ich das so sehen, dass wir da einfach noch nicht so weit sind, zu verstehen, was bedeutet Immunität bei dieser Erkrankung, und sehe das eher kritisch. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Lothar Riebsam. Meine Frage richtet sich an den Bundesverband der Kommunalen Spitzenverbände und den Bundesverband des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Ich möchte aber, bevor ich die Frage stelle, klarstellen jetzt zur Beantwortung der letzten Frage, es gibt keinen Impfausweis und keinen Immunitätsausweis oder Immunitätspass, wie auch immer. Nun aber zu meiner Frage. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der Bund zur Unterstützung des öffentlichen Gesundheitsdienstes für jedes der rund 375 Gesundheitsämter Finanzmittel in Höhe zwischen 100.000 und 150.000 Euro zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter und zum Anschluss an das elektronische Melde- und Informationssystem bereitstellt, kann durch diese Finanzierung das Meldewesen nachhaltig verbessert werden. Vielen Dank. Die Frage geht an die Kommunalen Spitzenverbände, Herrn Frese. Ja, herzlichen Dank, Herr Riebsam und meine Damen und Herren Abgeordneten. Wir werden ja den Stellungnahmen entnommen haben, dass die grundsätzliche Einschätzung der Finanzhilfen vom Deutschen Städtetag etwas positiver sind als vom Deutschen Landkreistag. Deswegen haben wir auch insoweit getrennt Stellung genommen. Worin wir uns einig sind, ist, dass es eine Daueraufgabe ist, Meldeketten zu organisieren, durchzuführen, dass das alles elektronisch wesentlich besser stattfinden kann. Und das müssen Bund, Länder und Kommunen gemeinsam dauerhaft darstellen. Und da müssen natürlich auch die anderen Leistungserbringer im Gesundheitswesen, also Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte, natürlich auch vernünftig angebunden werden. Und das muss ein vernünftiges und konsistentes Gesamtkonstrukt werden. Da helfen 100.000 Euro, sag mal, ein bisschen weiter vielleicht mal im Einzelfall. Aber letztendlich geht es um eine Daueraufgabe, die wir dauerhaft finanzieren müssen. Und deswegen sind wir da, sag ich mal, etwas reserviert. Aus juristischen Gründen sagen wir, das geht eigentlich gar nicht. Aber auch inhaltlich sagen wir, das hilft eigentlich nicht, sondern wir brauchen eine dauerhafte Finanzierung dieser Aufgabe. Was nämlich mit dem Geld genau gemacht werden soll, letzter Satz, ist auch nicht so richtig klar. Das bleibt ja doch im Allgemeinen und das kann im Gesundheitsamt A schon ganz anders aussehen als im Gesundheitsamt B. Und ob daraus jetzt kurzfristig eine Hilfe wird, das bezweifeln wir durchaus. Soweit, vielen Dank.
Vielen Dank. Die Frage beantwortet jetzt Frau Dr. Teichert. Einen schönen guten Morgen. Sie hören mich, hoffe ich. Ich würde gerne hinzufügen zu dem, was Herr Frese gerade gesagt hat, was ich so unterstreichen kann, dass es sich bei den vorgesehenen Mitteln um Mittel handelt, die zweckgebunden sind, jetzt für die Verbesserung des Meldewesens. Wir reden über das deutsche elektronische Meldeinformationssystem, kurz DEMIS, was ja neu eingeführt werden soll und was jetzt in einer Kurzfassung oder in einer ersten Version für Covid auf die Beine gestellt wird. Dieses Meldewesen soll ja schon seit fast 10 Jahren reformiert werden. Es hat 2017 schon einen Gesetzbeschluss dazu gegeben, dass dafür die finanziellen Mittel aufgebracht werden müssen. Das heißt, die hier im Gesetz vorgesehenen Mittel beziehen sich eben jetzt auf etwas, was schon im Vorfeld beschlossen war und was eine sichtbare Verbesserung mit sich bringen wird, aber sicherlich nicht jetzt in der aktuellen Situation nochmal eine deutliche Verbesserung für die Gesundheitsämter bringt. Grundsätzlich sehe ich das genauso wie Herr Frese. Wir brauchen langfristige Finanzmittel. Das, was da jetzt vorgesehen ist, ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn man die Digitalisierung ernsthaft betreiben will, dann muss man sicherlich da noch mehr investieren. Wir brauchen vernünftige Kommunikationsplattformen, auch innerhalb des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Wir erleben das ja jetzt hier gerade live, wie schwierig das ist. Wir brauchen geschützte Räume, wo man sich austauschen kann. Wir brauchen auch eine Plattform. Und ich möchte an der Stelle noch kurz aufräumen mit dem Mythos Fax, was da immer durch die Medien geistert. Es ist nicht so, dass die Gesundheitsämter per Fax am Meldewesen teilnehmen, aber es ist tatsächlich so, dass viele derjenigen, die Meldungen abgeben, zum Beispiel Arztpraxen, Kitas, Schulen und wer alles noch zur Meldung verpflichtet ist, dass die nicht immer bestens technisch ausgerüstet sind und dann durchaus auch mal ein Fax schicken. Und natürlich wird in jedem Gesundheitsamt auch ein Fax weiter bearbeitet. Also es dreht sich nicht darum, dass die Gesundheitsämter noch in der Steinzeit leben, sondern es sind sehr viele Empfänger und unterschiedliche Leute im System. Herr Frese hat ja eben auch gerade darauf hingewiesen, die sind nicht alle auf dem gleichen technischen Stand. Kurz und knapp, wir begrüßen es, dass da jetzt Geld vorgesehen ist, aber es ist sicherlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Karin Mack. Vielen Dank auch an die Ausführungen, die wahrscheinlich doch in erster Linie an die Länder gehen. Ich frage jetzt den Marburger Bund. Die Ausstattung des ÖGD, das haben wir ja nun gehört, ist von entscheidender Bedeutung, gerade in den Zeiten der Pandemie. Vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade gehört haben, wo sieht der Marburger Bund den größten Handlungsbedarf? Vielen Dank, Frau Dr. Jona. Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Frage, Frau Mark. Wir haben innerhalb der letzten 18 Jahre ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte im ÖGD verloren. Und wir haben mittlerweile einzelne Gesundheitsämter in Deutschland, die ganz ohne Ärzte auskommen müssen. Und warum ist das so? Weil das Berufsfeld für den Nachwuchs deswegen unattraktiv ist, weil die Vergütung unattraktiv ist. Und der größte Handlungsbedarf zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes liegt also darin, dass die kommunalen Arbeitgeber jetzt endlich die Hand reichen müssen, um faire Vergütungsbedingungen für Ärztinnen und Ärzte im ÖGD zu verhandeln. Ich möchte es mal an einem Beispiel illustrieren. Im Moment helfen ja Kolleginnen und Kollegen aus dem medizinischen Dienst in den Gesundheitsämtern mit. Das ist sehr erfreulich. Und die Kolleginnen und Kollegen im MDK, für die gilt eine 38,5-Stunden-Woche. Aber wenn man es jetzt mal auf eine 40-Stunden-Woche wie im ÖGD hochrechnet, dann werden sie als Facharzt im MDK mit etwa 6.500 Euro eingruppiert und die Kolleginnen und Kollegen im ÖGD mit etwa 1.600 Euro weniger. Also da brauchen wir uns nicht weiter fragen. Und das setzt sich übrigens in allen Vergütungsgruppen fort, wo der größte Handlungsbedarf ist. Und dieser Handlungsbedarf, und immer wenn wir vom Marburger Bund oder auch der BVÖGD Gespräche führen mit Politikerinnen und Politikern auf Landes- und Bundesebene, dann sagen immer alle, ja, da muss ich ja was tun und das muss sich verändern. Das wird sich aber nur dann verändern, wenn die kommunalen Arbeitgeberverbände wirklich endlich zu Tarifverhandlungen bereit sind. Es tut sich da nichts und dann hilft auch die beste technische Ausstattung, die wir auch brauchen, nicht, wenn wir nicht genug ärztliches und qualifiziertes Personal in den Gesundheitsämtern vor Ort haben.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Rudolf Henke. Ja, guten Morgen. Und die richtet sich an Herrn Dr. Simons als Einzelsachverständigen. Der öffentliche Gesundheitsdienst soll ja jetzt in die Lage versetzt werden, auch seinerseits Testungen zu veranlassen auf Covid-19, die mit der gesetzlichen Krankenkasse abzurechnen sind. Können Sie uns sagen, wie Sie diese Regelung bewerten? Herr Dr. Simons, Sie haben das Wort. Vielen Dank. In der Tat sind diese Kostenübernahmen sehr sinnvoll. Der öffentliche Gesundheitsdienst ist ja in einigen Regionen, so zum Beispiel bei uns in Aachen, schon sehr früh, also schon Anfang März, aufgefordert worden, auch von den kassenärztlichen Vereinigungen, die niedergelassenen Ärzte von den Testungen zu entlasten. Wir hatten zu dem Zeitpunkt eine Situation hier in der Region und auch in vielen anderen Regionen, dass eben durch den Karneval, durch die Nähe zu Heinsberg und anderen Hotspots eben die niedergelassenen Ärzte in ihren Praxen vollkommen zugelaufen sind. Es gab parallel eine Grippewelle und so gab es sehr frühzeitig eine Notwendigkeit, hier die niedergelassenen Ärzte zu entlasten durch Testungen. Bis heute werden die Kosten für diese Testungen, obwohl sehr restriktiv nach den Regeln des RKI sehr streng vorgegangen wurde, weder von den Krankenkassen anerkannt noch über die KVen abgerechnet. Hier sind einige Kommunen massiv in Vorleistung gegangen. Es blieb ihnen gar nichts anderes übrig. Und deswegen ist es ganz notwendig, hier auch eine Kostenübernahme und das schon rückwirkend zum 1. März zu ermöglichen. Wir haben auch in den Pflegeheimen gesehen, dass durch frühzeitiges Testen große Ausbrüche eingedämmt werden konnten. Das kam den Menschen zugute. Das war ökonomisch sinnvoll und medizinisch richtig. Insofern ist es auch hier notwendig, dass die Kommunen in die Lage versetzt werden, diese Tests weiter fortzuführen und dafür auch eine Kostenübernahme gewährleistet ist. Weder die Berufsgenossenschaften noch die Krankenkassen erkennen diese Kosten bislang an, obwohl sie sich eben als für die Menschen und deren Gesundheit sinnvoll, ökonomisch richtig und auch dann ja medizinisch richtig erwiesen haben. Das heißt, wir brauchen eine Kostenübernahme für diese Testungen, rückwirkend ab dem 1. März. Und der öffentliche Gesundheitsdienst ist der, der diese Flächentestungen auch überhaupt nur machen kann, weil die niedergelassenen Ärzte einfach gerade am Anfang der Pandemie das nicht stemmen konnten, wie sie uns auch dann schriftlich mitgegeben haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Kippels. Vielen Dank. Nun richtet sich die Frage an die Deutsche Krankenhausgesellschaft und den GKV-Spitzenverband. Zur Evaluierung der wirtschaftlichen Folgen der Maßnahmen des Covid-19-Entlastungsgesetzes sehen wir eine Datenerhebung vor. Wie ist Ihr Eindruck? Gibt es Anpassungsbedarf bei der Regelung zu den Ausgleichspauschalen? Herr Baum, Sie haben das Wort. Ja, Baum, DKG. Ich hoffe, dass die Akustik gut ist. Ich verwende das Telefon zum Sprechen sehr. Bin aber am Bildschirm. Vielen Dank. Die Zweckmäßigkeit der Datenerhebung, um überprüfen zu können, inwieweit die Hilfsmaßnahmen wirken, um medizinische Fragen zu überprüfen, wollen wir nicht hinterfragen. Gleichwohl könnte man das durch Stichproben vielleicht auch weniger umfassend aufwendig organisieren. Unser Problem ist, dass extrem enge Fristen gekoppelt werden mit extrem hohen Bestrafungszahlungen, wenn die Frist nicht eingehalten wird. Also zum Beispiel, das INEC soll bis 31.05., also in wenigen Tagen, das Schema der Datenerfassung festlegen und die Krankenhäuser müssen ihre Computer bis 15. Juni umgestellt haben, um zu liefern. Wenn sie nicht rechtzeitig liefern, können sie bis zu 20.000 Euro Strafzahlungen leisten müssen. Und da meinen wir, dass das wirklich nicht sehr, ich sag mal, auch fair ist, gemessen an dem, was die Krankenhäuser in diesen Zeiten leisten. Und deshalb unsere dringende Bitte, die Fristen anzupassen. Wir haben dazu schriftliche Vorschläge gemacht. Und vor allem die Strafe, wenn einer nicht rechtzeitig liefert oder nicht jeden Fall vollständig liefert, doch deutlich abzumildern. Wir sprechen davon, dass man vielleicht mit maximal 5.000 Euro Strafe und einer 5-prozentigen Toleranz
Bagatellgrenze zurechtkommen können müsste. Ansonsten könnte man das, müsste man das dann auch so akzeptieren. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Kiefer. Ja, vielen Dank, Herr Kiefer. Ich hoffe, man versteht mich soweit. Wenn ich die Frage leider richtig verstanden, oder nicht nur leider, sondern richtig verstanden habe, geht es ja einerseits um die Frage der Fristen und um die Frage, ob die vorgesehenen Regelungen hinsichtlich der Krankenhäuser so nachvollziehbar oder korrekturbedürftig sind. Aus unserer Sicht ist es notwendig, ähnlich wie das vorbildlich geschieht, hinsichtlich der Informationen, die zusammengetragen werden zur Verfügbarkeit von intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten, auch weitere Erkenntnisse aus den Daten der Krankenhäuser, und zwar dann zeitnah Erkenntnisse aus den Daten der Krankenhäuser, zu Frage zu bringen, ob auch anderen Stationen als auch intensivmedizinischen auch Covid-19-Patienten behandelt werden. Ich glaube, das ist zur Steuerung der pandemischen Situation und zu ihrer Beherrschung ein wesentliches Muster, um hieraus die entsprechenden Schlüsse für eine differenzierte Steuerung zu ziehen. Wir sehen inzwischen auch, dass die Regelungen bezüglich des Krankenhausentlastungsgesetzes 1 hinsichtlich der Refinanzierung bestimmter Aufwendungen in den Kliniken durchaus Korrekturbedarf aufweisen. Das ist, soweit mir das bekannt ist, auch nicht nur eine Auffassung des DKV-Spitzenverbandes, sondern auch teilweise der Krankenhäuser. Es geht dabei insbesondere darum, dann zielgenauer die Aufwendungen, die entstehen, beispielsweise nicht belegte Betten in der Höhe zu erstatten, wie tatsächlich ein Ausfall an finanzieller Vergütung stattfindet und keine Überkompensation, wie es teilweise in der ersten Stufe dann durch eine sehr einfache Regelung geschehen ist. Also hier gibt es Nachsteuerungsbedarf, den man zeitnah dann auch entsprechend vornehmen sollte. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Lothar Riebsam. Meine Frage richtet sich nochmal an den Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes und an den Caritasverband. Das Gesundheitsamt soll zukünftig grundsätzlich für übertragbare Krankheiten in Zusammenarbeit mit anderen medizinischen Einrichtungen Untersuchungen und Beratungen sicherstellen und einen entsprechenden Rückgriffsanspruch gegenüber die GKV geltend machen können. Wie bewerten Sie diese Regelung, insbesondere in Bezug auf einen möglichst niederschwelligen Zugang? Vielen Dank, Frau Dr. Teichert. Ja, vielen Dank, Herr Rübsam. Wir begrüßen diese Regelung sehr, vor allem auch im Hinblick auf niedrigschwellige Zugänge. Denn wir haben aktuell das Problem, dass wir ja sehr viele Menschen auffangen, die nicht in den Regelsystemen auflaufen. Also Menschen, die keine Krankenversicherung haben, die werden regelhaft vom ÖGD aufgesucht, versorgt mit verschiedenen Projektangeboten, niedrigschwelligen Hilfen für alle möglichen Bereiche. Da ist es von großem Vorteil, wenn die finanzielle Fragestellung keine Rolle mehr spielt und es nicht geguckt werden muss, über welche Töpfe aus Haushalten oder Projektgeldern finanzieren wir diese ganze Angelegenheit. Insofern begrüßen wir da eine Regelung sehr. Das würde den Gesundheitsämtern, aber vor allen Dingen auch allen betroffenen Menschen und Personengruppen helfen, damit es nicht daran scheitert, dass finanzielle Hürden eine Beschränkung des Zugangs zum Gesundheitswesen darstellen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix für den Deutschen Caritasverband. Vielen Dank für die Frage, Herr Riebsamen. Ja, ich schließe mich nachdrücklich und ausdrücklich Frau Teichert an in der Bewertung, dass insbesondere der niedrigschwellige Zugang von Nichtversicherten, von Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, von Ausländerinnen und Ausländern mit dem Aufenthaltsstatus,
gesichert ist, indem der ÖGD diese Testungen durchführt und sozusagen das Problem nicht mehr besteht, wer die Kosten trägt. Und es ist auch dringend nötig, diese Bevölkerungsgruppen auch einer Testung zuzuführen. Wir begrüßen auch sehr, dass dem ÖGD hier ein niederschwelliges Beratungsangebot zugesprochen wird, das also auch in der eigenen Häuslichkeit gegebenenfalls durchgeführt werden kann. Hier möchte ich aber doch einen kleinen Korrekturbedarf anbringen. Wir würden es begrüßen, wenn nicht von aufsuchender Beratung, sondern von zugehender Beratung gesprochen würde, denn es handelt sich um ein Beratungsangebot. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Karin Mack. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Deutschen Pflegerat und nochmal die Caritas. Wie bewerten Sie die Sonderzahlung in Form einer Corona-Prämie für die Beschäftigten in den Pflegeeinrichtungen? Vielen Dank. Wir haben jetzt noch 3 Minuten. Bitte darum, dass man das also ein bisschen berücksichtigt. Das Wort hat Frau Petzmann-Zietas. Ja, kann man nicht verstehen. Schönen guten Morgen, Petzmann-Zietas, Deutscher Pflegerat. Der Deutsche Pflegerat begrüßt, dass Beschäftigte in den Pflegeeinrichtungen eine Sonderleistung erhalten sollen. Allerdings erschließt sich uns nicht, warum sich diese Prämie nur auf Mitarbeiterinnen in den Pflegeeinrichtungen begrenzt. Aus Sicht des Deutschen Pflegerates muss es identische Regelungen auch für Mitarbeiterinnen im Krankenhaus, in Reha-Einrichtungen und in Einrichtungen für behinderte Menschen geben. Wir bitten auch darum, dass diese Prämie steuerfinanziert ist, um die gesamte Bevölkerung an der Anerkennung der besonderen Leistungen dieser Mitarbeiterinnen zu beteiligen. Langfristig gesehen muss man sagen, dass sich diese finanzielle Besserstellung nicht nur auf die derzeitige Krise begrenzen darf. Langfristig gesehen muss man wirklich sich über Flächentarifverträge unterhalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix für den Deutschen Caritasverband. Ich kann mich im Wesentlichen meiner Vorrednerin anschließen. Für uns ist die Corona-Prämie auch ein Symbol der Wertschätzung, die in diesen Tagen insbesondere der Pflege zukommt und zukommen muss. Und ich möchte auch betonen, dass diese Anerkennung eben auch nicht nur der Pflege, sondern auch all denjenigen, die in diesen Tagen den Laden am Laufen halten, gebührt. Das sind beispielsweise die Mitarbeiter in der sozialen Arbeit, wie Behinderteneinrichtungen, Wohnungslosenhilfe, aber im Grunde auch der Verkäuferin an der Supermarktkasse. Und die Prämie weist einfach darauf hin, dass wir in diesen klassischen Frauenberufen grundsätzlich eine schlechte Bezahlung haben. Und wir möchten gerne, dass die Prämie hier als Signal und als Fanal verstanden wird, eine gesamtgesellschaftliche Debatte zu befeuern, wie wir hier in diesen Frauenberufen, in diesen systemrelevanten Berufen endlich zu einer flächendeckenden tariflichen Bezahlung und auch zu tariflich geregelten Arbeitsbedingungen kommen. Zur Prämienzahlung selbst möchte ich sagen, dass wir es zwar begrüßen, dass diese jetzt zunächst sachpragmatisch aus der Pflegeversicherung finanziert wird. Die Pflegeversicherung ist jedoch für die Leistungen der Versicherten da. Und wir sind der Aufgabe, dass diese gesamtgesellschaftliche Anerkennung aus Steuermitteln zu finanzieren ist und würden es daher begrüßen, wenn die Lücke, die in der Pflegeversicherung durch die Zahlung dieser Prämie entsteht, schnellstmöglich durch einen Bundeszuschuss aus Steuermitteln geschlossen wird. Danke. Vielen Dank. Das war auf den Punkt. Das Fragerecht geht jetzt über für 19 Minuten an die SPD-Fraktion. Und die erste Frage stellt Frau Dittmar. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den GKV-Spitzenverband und an Werte, jeweils mit der Bitte um eine kurze Antwort. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll das Bundesministerium für Gesundheit ermächtigt werden, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass die gesetzlichen Krankenkassen für ihre Versicherten die Kosten für bestimmte Testungen auf eine Infektion oder Immunität übernehmen. Wie bewerten Sie dieses Vorhaben? Herr Kiefer, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich glaube, man muss noch mal ganz kurz vorne wegschieben, dass natürlich die inhaltliche Frage des Ausweitens von Testungen, insbesondere aber auch gegebenenfalls die Feststellung sozusagen von Immunität, glaube ich, zur Steuerung der Pandemie und ihrer Beherrschung unbestreitbar ein wesentliches Element ist. Wir sind allerdings der Auffassung, dass es sich hier um keine, auch nach der höchsten Rechtsprechung der deutschen Gerichte, Leistungen der Krankenversicherung handelt, weil es ja letztendlich darum geht,
dass Menschen, die ohne Krankheitssymptome gegebenenfalls sind, denn entsprechend auch getestet werden im Sinne sozusagen einer Vorbeugung im Rahmen der Pandemie. Und insofern sind alle Urteile, die man hier auch zu Rate ziehen kann, deutlich der Auffassung, dass die Verwendung von Sozialversicherungsbeiträgen ganz klar gebunden ist an die entsprechenden Voraussetzungen im Sozialversicherungsrecht. Hier ganz eindeutig ist eine Maßnahme der sehr nachvollziehbaren Gefahrenabwehr. Und insofern wäre das sozusagen aus Steuermitteln zu finanzieren. Das ist im Übrigen gemeinsame Auffassung auch mit der Vertragsärzteschaft. Wir sind selbstverständlich gerne bereit, als Krankenversicherung hier natürlich in der Durchführung auch insofern Amtshilfe zu leisten. Aber klar muss sein, auch angesichts des möglichen Kostenblocks von mehreren Milliarden Euro, dass diese Testungen dann auch aus allgemeinen Steuermitteln bezahlt werden und die Krankenversicherung nicht mit diesen Leistungen belastet wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Frau Genster. Vielen Dank für die Frage, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, Grit Genster, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft. Eine schnelle Testung ist das, was die Medizin jetzt mit Priorität anstreben sollte. Sie bringt vor allem ja auch den Patientinnen und Bewohnerinnen in den Pflegeeinrichtungen mehr Sicherheit und ist ganz wichtig für den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Jedoch darf nicht wie vorgelegt die Kostenübernahme den gesetzlich Versicherten aufgebürdet werden. Hier geht es um gesamtgesellschaftliche Herausforderungen und um die Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes, die Vorbeugung übertragbarer Krankheiten und die Verhinderung der Weiterverbreitung der Infektionen sind im Sinne der epidemiologischen Gefahrenabwehr ganz originäre Aufgabe des Staates und hier insbesondere auch der Länder. Deshalb sind diese Testungen als versicherungsfremde Leistung auch durch Steuermittel zu finanzieren. Allein mit den notwendigen und regelmäßigen flächendeckenden Testungen des Personals in den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen werden schnell Mehrausgaben in Milliardenhöhe erreicht, die nicht durch die GKV-Beitragszahler zu stemmen sind. Bei der Finanzierung der Testungen muss deshalb klar getrennt werden und den jeweiligen Auftraggebern zugeordnet werden. Einmal unstrittig, die Testungen, die im Rahmen der Diagnostik erforderlich sind, sind weiterhin durch die GKV zu tragen. Davon abgetrennt die Testungen im Rahmen des allgemeinen Infektionsschutzes der Bevölkerung, die wiederum aus Steuermitteln zu finanzieren sind. Und drittens die Testungen, deren Durchführung von den Arbeitgebern gegenüber den Beschäftigten verlangt werden, sind auch durch die Arbeitgeber zu finanzieren, wie zum Beispiel arbeitsmedizinische Untersuchungen auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Heike Behrens. Vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Dr. Fix vom Caritasverband. Wie beurteilen Sie weitere Flexibilisierungen der Pflegezeit und Familienpflegezeit, um gerade in Krisenzeiten eine bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf gewährleisten zu können? Und sollte bei der Ermittlung der Höhe der zinslosen Darlehen berücksichtigt werden, dass in Krisenzeiten möglicherweise der Bedarf an finanzieller Unterstützung während der Freistellung steigt? Vielen Dank, Frau Dr. Fix. Ja, vielen Dank, Elisabeth Fix, für den Deutschen Caritasverband. Zunächst einmal begrüßen wir die Möglichkeit, dass jetzt das Pflegeunterstützungsgeld auch ohne die Anspruchsvoraussetzung einer akut auftretenden Pflegesituation für 10 Tage in Anspruch genommen werden kann. Das ist vor dem Hintergrund der Schließung der Tagespflegen und auch der Schließung von niedrigschwelligen Unterstützungsangeboten im Alltag dringend notwendig, um die pflegenden Angehörigen stärker zu entlasten und ihnen Möglichkeiten zu eröffnen. Wir halten auch das geschätzte Kostenvolumen von ca. 100 Millionen Euro in diesem Zusammenhang für vertretbar. So, die Krise sollte aber jetzt auch zum Anlass genommen werden, darüber nachzudenken, die Pflegezeit und Familienpflegezeit gerade vor dem Hintergrund der Krise stärker flexibilisiert werden könnten. Die beiden Freistellungsmöglichkeiten wirken ja in der Praxis noch nicht besonders, was an der Komplexität der Regelungen liegt. Wir brauchen, und darauf haben wir schon seinerzeit hingewiesen, als Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetz gemacht wurden,
eine stärkere Flexibilisierung der Freistellungsphasen. Es muss möglich sein, dass beispielsweise die Phase der Familienpflegezeit auch an die Pflegezeit angeschlossen wird, eine Unterbrechung durch Rückkehr an den Arbeitsplatz möglich ist. Wir wissen auch nicht, wie lange die Pandemie noch andauert. Vor dem Hintergrund halten wir das für dringend geboten. Ebenso für dringend geboten halten wir, dass die Sterbezeitkarenz nicht angerechnet wird auf die Höchstdauer der Familienpflegezeit und dass die Leistung auch in Anspruch genommen werden kann von Menschen, die Menschen im Pflegegrad 1 betreuen. Die sind ja im Moment nicht erfasst. Außerdem bitten wir mal zu korrigieren, sozusagen, dass die unterschiedlichen Voraussetzungen der betrieblichen Größe im Familienpflegezeitgesetz und das 25 Beschäftigte im Pflegezeitgesetz 15 Beschäftigte auch harmonisiert werden. Was das Darlehen anbelangt, muss man sagen, ein Darlehen ist immer ein Risiko. Darauf haben wir verwiesen. Schon in guten Zeiten ist die Frage, kann es wirklich zurückgezahlt werden? Man weiß nie, was passiert, Arbeitslosigkeit etc. etc. Diese Krisensituation ist jetzt sozusagen, oder dieser Krisenfaktor ist erhöht, weil wir ja Kurzarbeit haben und auch eine etwas unsichere Wirtschaftssituation. Und daher glauben wir, dass es also bei den Darlehensregelungen und auch bei der Rückzahlung dringend der Flexibilisierung bedarf. Einen Punkt möchte ich ganz konkret hervorheben. Die Begrenzung der Höhe des Darlehens bei der Inanspruchnahme der Pflegezeit auf die maximale Höhe bei Inanspruchnahme von Familienpflegezeit sollte aufgehoben werden. Denn beide Pflegezeiten zielen auf unterschiedliche Möglichkeiten der ganzen oder teilweisen Erwerbsunterbrechung ab. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Heike Behrens. Ja, und die Frage richtet sich ebenfalls an den Deutschen Caritasverband. Die SBZs, die medizinischen Zentren für erwachsene Menschen mit Behinderung, und PIAs versorgen Menschen mit schwerst mehrfachen Behinderungen und psychisch kranke Menschen ambulant. Wie hat sich die Versorgungssituation in den letzten Wochen entwickelt? Vor welchen Problemen stehen diese Einrichtungen und reichen die vorliegenden Maßnahmen? Vielen Dank, Frau Dr. Fix. Elisabeth Fix, vielen Dank, Frau Behrens, für die Frage. Ja, die genannten Einrichtungen versorgen alle höchst vulnerable Patientengruppen, insbesondere Menschen mit Behinderung. Und aufgrund der gebotenen Kontaktreduzierung der vergangenen Wochen konnten viele, viele Leistungen nicht stattfinden, und zwar in all den genannten Einrichtungen, SPZ, MZDB und PIA. Wo auch immer möglich wurde versucht, die Leistungen digital per Videosprechstunde oder auch telefonisch aufrechtzuerhalten, was aber natürlich bei dem Personenkreis von Menschen mit Behinderung und auch psychisch Kranken in den PIAs nur sehr begrenzt möglich war. Und heute Nachmittag wurde im A&S-Ausschuss zumindest bezüglich der Frühförderung diskutiert, der Gesetzesvorschlag, von dem wir hoffen, dass er dann auch in Kraft tritt, dass die Frühförderungsmaßnahmen unter den Schutzschirm des Sozialschutzschirms Gesetz 2 und der GKV kommen. Bei den SPZ nehmen die Frühförderungen aber maximal einen Anteil von 25% ein. Und wir sehen sozusagen hier wirklich dringenden Handlungsbedarf, haben auch einen konkreten Vorschlag gemacht in § 120, der all die drei genannten Einrichtungstypen umfasst, anzupassen. Der Vorschlag schließt an die Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland. Wir bitten da auch noch um eine Modifizierung, weil wir in Rheinland-Pfalz keine Pauschalvergütung bei den SPZs haben, sondern dort Einzelleistungsvergütung, haben entsprechenden Formulierungsvorschlag unterbreitet. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Sabine Dittmar. Danke. Die Frage geht an den Bundesverband Öffentlicher Gesundheitsdienst und an den Deutschen Gewerkschaftsbund. Wie bewerten Sie die Änderungsvorschläge in den Paragraphen 9 bis 12 Infektionsschutzgesetz, die den Gesundheitsämtern neue Meldebefugnisse gibt, unter anderem mögliche Infektionswege und dem Tag der Genesung bei Erkrankten, und die eine Weitergabe von personenbezogenen Daten wie Adresse und Geburtsdatum sowohl national als auch international an besprechenden Behörden ermöglicht? Vielen Dank. Das Wort hat Frau Dr. Teichert. Ich gehe davon aus, Frau Dr. Teichert, wir hören Sie nicht, dass das Mikro angeschaltet werden muss. Hören Sie mich jetzt?
Jetzt hören wir Sie. Wunderbar. Bei allen Änderungen im Meldewesen, wenn neue Tatbestände zu erfassen sind, muss man immer kalkulieren, dass das auch einen erheblichen personellen Mehraufwand bedeutet. Man kann da zwar sagen, das sind nur kleine Sachen, aber ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass sich das aufaddiert und dass man das auch in den Blick nehmen muss. Wir haben jetzt schon das Problem, dass die Gesundheitsämter, und das ist für Sie alle nichts Neues, personell sehr schlecht aufgestellt sind. Die aktuellen Zahlen sind zwar runtergegangen, aber die ganze Krise konnte nur bewältigt werden, weil eine Armada von Hilfskräften und Freiwilligen die Gesundheitsämter unterstützt hat, was gesellschaftlich ein tolles Signal ist, aber dem ÖGD auf Dauer leider wenig unterstützt. Wir brauchen dringend mehr Personal in den Gesundheitsämtern für alle Aufgaben und eben auch für die zusätzliche Erweiterung der Meldepflicht, die hier vorgesehen ist. Ansonsten haben wir gesellschaftlich ein Problem. Und ich möchte da noch mal ganz dringend darauf hinweisen, weil es mir ein super wichtiges Anliegen ist. Vielen Dank, Herr Spiller. Sie haben das Wort. Herr Spiller, wir hören Sie nicht. Ich nehme an, Sie müssen das Mikro noch anschalten. Wir haben gerade festgestellt, dass der Herr Spiller nicht online ist. Dann bekommt das Wort Frau Behrens für die nächste Frage. Eine Frage an den GKV-Spitzenverband und Caritasverband mit der Bitte um kurze Antwort. Derzeit entfallen vielerorts familienpflegerische Einsätze nach § 38 SGB V aufgrund von nicht stattfindenden OPs und anderen Gründen. Was kann getan werden, um das Überleben dieser Dienste zu sichern? Und wie hoch schätzen Sie in dem Fall die Mehrausgaben für die GKV? Herr Kiefer. Ja, herzlichen Dank, Frau Abgeordnete. In der Tat, das Problem, was Sie in der Frage formulieren, ist ein relevantes, wobei wir hoffen und auch glauben, dass mit der langsamen Veränderung, der Lockerung von Ausgangsbeschränkungen und Kontaktbeschränkungen sich das jetzt beginnt, schrittweise wieder verändert. Wir haben ja insgesamt das Prinzip in vielen Versorgungsbereichen, dass wir einfach das Ziel haben, dass zunächst, bevor die Sozialversicherung, die Krankenversicherung einspringt, dann auch ein Stück weit allgemeine durch das Parlament und die Bundesregierung genannte Maßnahmen der Unterstützung greifen. Aus unserer Sicht ist es schwer zu kalkulieren, wenn man denn jetzt einen Schutzschirm für die genannten Bereiche zusätzlich etablieren würde, wie hier sozusagen die Kostenwirkungen sind. Vorsichtig geschätzt gehen wir von einem Betrag aus, der nicht übergroß sein dürfte. Und man kann darüber nachdenken, auch aus dem Grund, dass es ja nicht wünschenswert ist, aufgrund der Pandemie Strukturverwerfungen, die dauerhaft auch die Versorgung nach dem Abflauen der Pandemie entsprechend dann auch negativ beeinflusst, hier zu bewerten. Also insofern wären wir offen für eine solche Konstruktion. Bitten aber von Verständnis, dass wir es kaum beziffern könnten, was denn der Kostenrahmen wäre, weil ja dann die genaue Konstruktion noch zu besprechen wäre. Vielen Dank, Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix für die Caritas. Meine Kolleginnen von der Diakonie und wir tragen relativ viele Familienpflegedienste, von denen es in der Republik ohnehin nicht so viele gibt, haben mal versucht, die Kosten zu schätzen. Wir haben festgestellt, dass in den letzten 6 Wochen Einsätze aus den diversen Gründen abgesagt wurden im Umfang von etwa 30%. Und wenn wir das Kostenvolumen sozusagen kalkulieren, ausgehend von den bisherigen Ausgaben der Haushaltshilfen im GKV-Bereich, die 200 Millionen Euro ausmachen, davon abziehen die selbstbeschafften Haushaltshilfen mit 82 Euro und dann von den verbleibenden 120 Euro auch noch in Abzug bringen, dass die Hälfte der Haushaltshilfenleistungen im Bereich Schwangerschaft und Geburt auch weiterhin geleistet wurde.
bleiben von bei einem Einnahmeverlust von 30% oder Einnahmeausfällen von 30% circa 18 Millionen Euro. Das wäre also das Kostenvolumen, von dem wir ausgehen, aufgrund sozusagen der Schätzungen, die wir durch Kassensturz gemacht haben. Danke. Vielen Dank, Frau Dittmar. Danke. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Dr. Thorsten Kinkren. Halten Sie in den Verordnungsermächtigungen in § 5 Absatz 2 Infektionsschutzgesetz und § 20i SGB 5 einen Zustimmungsvorbehalt des Parlaments, zumindest aber ein nachträgliches Änderungs- und Aufhebungsrecht für notwendig? Und wenn ja, wie müsste dieses ausgestaltet sein? Herr Professor Dr. Kinkren, Sie haben das Wort für 2 Minuten maximal. Müssten wahrscheinlich das Mikro einschalten. Also wir können ihn im Moment nicht identifizieren. Vielleicht kann die SPD eine Alternativfrage stellen oder einen anderen Sachverständigen berufen. Ja, das ist jetzt sehr schade, weil die Einschätzung von Professor Kinkren zu der Thematik wäre für uns schon eine wichtige gewesen. Ansonsten würde ich noch mal eine Frage an die Frau Fix stellen, betreffend der ambulanten und mobilen Rehabilitation. In Ihrer Stellungnahme fordern Sie, dass die ambulante und mobile Reha nach 111c SGB 5 sowie Leistungen zur ergänzenden Reha nach § 43 SGB 5 auch unter den Schutzschirm zu stellen sind, um ihr Fortbestehen in und nach der Krise zu sichern. Bitte erläutern Sie noch mal die Position. Frau Dr. Fix, Sie haben das Wort. Wir haben die Uhr angehalten, also es bleibt bei den 2 Minuten. Ja, vielen herzlichen Dank in aller Kürze. Ja, auch die ambulante und die mobile Reha sowie die ergänzenden Reha-Leistungen, zum Beispiel Funktionstraining und Reha-Sport, darunter auch Übungen für behinderte Mädchen und Frauen, sind in den letzten Wochen schlicht komplett ausgefallen wegen der gebotenen Kontaktreduzierung. Und insbesondere das zarte Pflänzchen der mobilen Reha, von denen es ohnehin nur wenig Dienste und Angebote gibt, würde durch diese Einnahmeausfälle sehr arg ins Trudeln kommen und von der Existenz bedroht sein. Ambulante und ambulante Reha fand auch im Bereich der Suchtreha nicht statt. Ambulante und teilstationäre Angebote sind dort sehr, sehr wichtig, sodass wir insgesamt bitten, beim eventuellen Schutzschirm, der noch aus dem der GKV gespannt wird, auch diese Einrichtungen dringend mit zu berücksichtigen. Danke. Vielen Dank. Wir hätten noch 30 Sekunden. Dann geht das Fragerecht jetzt über für 11 Minuten an die AfD-Fraktion. Wir haben festgestellt, dass der Herr Professor Dr. Kinkren im System ist, wir ihn nicht gehört haben. Wenn er uns hören sollte, kann er vielleicht die Frage schriftlich beantworten, damit das dann der SPD-Fraktion vorliegt. Dann hat das Wort Herr Spang, uns allen, ja, genau. Dann hat das Wort für die nächste Frage Herr Spangenberg. Ja, meine Frage geht an die IHK zu Leipzig, Herrn Uwe Bock. Ja, Herr Bock, Sie haben uns schriftlich mitgeteilt, dass Sie eine Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz für von Präventivschließungen betroffene Unternehmen für notwendig erachten. Können Sie bitte kurz darstellen, warum Sie das in diesem Fall so sehen und wie Sie dies im Infektionsschutzgesetz wiederfinden möchten? Herr Bock, Sie haben das Wort. Der Herr Bock ist nicht im System. Vielleicht kann man die Frage an einen anderen Sachverständigen
stellen? Dann stellen wir eine neue Frage. Ja. Also die nächste Frage geht an Dr. Thomas Fürstenberg und Herrn Gernot Kiefer. Die Frage lautet, betrachtet man das, was im Rahmen der Corona-Pandemie bereits beschlossen wurde und was jetzt neu beschlossen werden soll, was bedeutet das finanziell für die GKV und welche Entwicklung erwarten Sie für den Beitragssatz in der nahen oder und auch mittleren Zukunft? Dann hat das Wort der GKV-Spitzenverband die Frage, ob Herr Dr. Fürstenberg als erstes antwortet oder Herr Kiefer. Das überlassen wir jetzt dem GKV-Spitzenverband. Herr Vorsitzender, ich darf noch mal kurz nachfragen, weil es akustisch kaum zu verstehen war. Es geht um die Finanzlage. Ich stelle die Frage noch mal. Ja, Herr Spangenberg stellt die Frage noch mal. Betrachtet man das, was im Rahmen der Corona-Pandemie bereits beschlossen wurde und was jetzt neu beschlossen werden soll? Die Frage lautet, was bedeutet das finanziell für die GKV und welche Entwicklung erwarten Sie für den Beitragssatz in der nahen und mittleren Zukunft? Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter, Gernot Kiefer, GKV-Spitzenverband. Ich glaube, die Debatte zur Frage der Finanzsituation der GKV ist eine ganz zentrale. Weil das Grundprinzip zu sagen, wir brauchen eine Stabilität in vielen unmittelbaren Berufsgruppen und Leistungsbereichen der Versorgung, ist natürlich auch anwendbar und muss angewendet werden auf die Frage der Stabilität der Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung. Der GKV-Spitzenverband geht davon aus, dass die vielen, häufig auch sehr zu Recht beschlossenen Maßnahmen zur Stützung der verschiedenen Versorgungsbereiche erhebliche zusätzliche Finanzverpflichtungen für die gesetzliche Krankenversicherung bedingen. Diese Verpflichtungen gehen weit über das hinaus, was mal bei der Kalkulation dessen, was an Finanzbedarf im Jahre 2020 notwendig ist und dann auch über die entsprechend kalkulierten Beitragssätze abgedeckt ist. Insofern ist es wichtig, jetzt eine zweite Art finanzielle Stabilisierung der GKV zu konzeptionieren. Ich sage das so zurückhaltend, weil ich glaube, seriös ist es, sich genau anzuschauen, welche zusätzlichen Aufwendungen haben wir pandemiebedingt, welche sonstigen Kosteneffekte haben wir darüber hinausgehend. Aber es ist auch wichtig, sich sehr genau anzuschauen, dass die wirtschaftliche Lage, die sich deutlich kritischer entwickelt, als das zunächst angenommen hat, natürlich auch die Frage der Einnahmeseite der Krankenkassen einen erheblichen, einschränkenden, negativen Effekt hat. All diese Effekte, auch die Effekte teilweise verschobener medizinischer Behandlung als Entlastungseffekte, müssen sozusagen sauber aufgearbeitet werden. Unsere Vorstellung geht dahin, dass man das in einem transparenten, nachvollziehbaren Verfahren macht. Wir haben jetzt die Situation, dass viele Daten noch sehr roh geschätzt werden müssen. Und insofern glauben wir, dass mit der Vorlage der Finanzdaten im ersten Halbjahr wesentliche Informationsquellen dann verfügbar sind, um auch einzuschätzen, wie hoch der Finanzbedarf der gesetzlichen Krankenversicherung ist. Wichtig ist vor allen Dingen, und das ist ein ganz zentraler Punkt, dass die zusätzlichen Belastungen auch, die teilweise zwischenfinanziert werden aus dem Gesundheitsfonds, so gesteuert werden, dass sie nicht ausrichten auf die Liquidität der einzelnen Leistungserbringergruppen, sondern auch die Liquidität der Krankenkassen beachten, auf den Punkt gebracht. Es kann nicht sein, dass Mittel beispielsweise in die Krankenhäuser fließen, die Liquidität der Krankenkassen belasten und die notwendigen Steuerzuflüsse dann erst Wochen später kommen. Das heißt, hier muss das Timing grundsätzlich so sein, Mittelzuschuss aus den Steuermitteln zur Stützung des Gesundheitsfonds und dann auch entsprechend Abfluss an die verschiedenen Leistungserbringergruppen, soweit das Gesetz das vorsieht. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir gehen davon aus, dass der GKV-Spitzenverband mit einer Stimme spricht. Und dann kann die nächste Frage von
Herrn Spangenberg gestellt werden. Ja, die nächste Frage geht an das Aktionsbündnis Patientensicherheit. In Ihrer Stellungnahme sprechen Sie von erheblichen Versorgungslücken in der medizinischen Versorgung, die jetzt potenziert zutage treten. In der Patientensicherheit gilt die Maxime, dass man Fehler nicht vertuschen sollte, sondern aus Vorkommnissen lernen muss. Was denken Sie, wie man aus der aktuellen Situation für zukünftige Pandemien oder Epidemien lernen kann und wie man vorsorgen kann? Was sehen Sie aus Patientensicht als besonders verbesserungsfähig an oder würdig an? Und welche Maßnahmenbereiche sollten aus Ihrer Sicht insbesondere evaluiert werden? Vielen Dank, Frau Dr. Hecker, Sie haben das Wort. Ja, guten Tag. Dass wir uns als Ärzte nicht mit Arztkollegen auseinandergesetzt haben, aber ich möchte die Frage verstanden und später auch antworten. Wir haben gesehen, dass zum Teil Lehrgänge sind, weil die Patienten getraut haben in die Anfang gab es sehr. Frau Dr. Hecker, kann es sein, dass Sie zwei Mikrofone nutzen? Nein. Dann. Ich habe nur das Mikrofon. Jetzt geht's. Vielleicht, wenn Sie etwas. Okay. Ich muss noch mal. Ja. Wir haben gesehen, dass die Arztpraxen leer sind und Sicherheitsschutzkleidung. Vielleicht können Sie den Bildschirm ausmachen, dann probieren wir es so nochmal. So besser? Ja. Ich habe den Eindruck, es halt noch sehr. Also bei uns diesmal nicht. Vielen Dank. Ich denke, dass die Verunsicherheit der Patientinnen und Patienten am Anfang darin lag, dass es nicht genug Schutzausrüstung gab. Das wurde ja auch in den Medien breit geteilt. Wir haben aber mit Sorge gesehen, und das wurde ja auch heute von der Caritas deutlich bestätigt, dass viele Versorgungsstufen und Versorgungsangebote nicht durchgeführt worden sind in den letzten Wochen. Und wir würden uns freuen, wenn wir da einen gemeinsamen Weg gehen könnten, dass bei derartigen Krisen einer Pandemie auch nicht alle anderen Versorgungsangebote dementsprechend entfallen, weil sie ja notwendig sind. Also Ergotherapie, Physiotherapie, Pflegeheim und vieles andere mehr haben wir heute schon diskutiert. Wir können uns vorstellen, dass es regionale Konzepte gibt, und zwar im Schulterschluss von Krankenhausverbänden, KVen, Reha-Kliniken, durchaus auch Gesundheitsämtern, um Versorgungsdefizite festzustellen und dementsprechend zu handeln, dass die Patienten, die im Moment nicht im Krankenhaus behandelt werden können, vielleicht in der ambulanten Versorgung besser behandelt werden können. Patienten, die entlassen werden mit Corona, die von den Pflegediensten nicht versorgt werden können, vielleicht in Reha-Einrichtungen versorgt werden können. Dass man dort spannende, neue, flexible Möglichkeiten findet, zusammenzuarbeiten, mehr Kooperation statt Konkurrenz, das würden wir sehr begrüßen, weil die Unterschiede regional sehr unterschiedlich waren. Also die Versorgung auch sehr unterschiedlich war. In Mecklenburg-Vorpommern aufgrund des nicht so häufigen Auftretens von Covid-Erkrankten wahrscheinlich besser als in Bayern. Allerdings auch durchaus Städte sehr gut mit Sicherheitsmaßnahmen ausgerüstet waren, andere wiederum nicht. Denken wir im APS, dass das regionale Konzept deutlicher in den Kommunen umgesetzt werden könnte, unter den Verantwortlichen der Krankenhäuser, der KVen und weiterer Beteiligter. Danke. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Spangenberg. Ja, die nächste Frage geht an die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften, an Frau Dr. Monika Nothager und an die Deutsche Gesellschaft für Public Health e.V., Professor Dr. Gerardus. Die Frage lautet, das Netzwerk evidenzbasierte Medizin sprach sich bereits dazu aus, dass viele Corona-Maßnahmen nicht evidenzbasiert waren und sind. In Anbetracht der Tatsache, dass wir ein Geschehen dieser Größenordnung zuletzt bei der spanischen Grippe erlebt haben, ist die Evidenz spärlich. Und deshalb möchte ich Sie fragen, welche Parameter aus Ihrer Sicht ausgewertet werden sollen, um uns einerseits auf künftige Pandemien vorzubereiten und andererseits die Effektivität der getroffenen Maßnahmen wissenschaftlich auszuwerten. Die Frage geht weiter. Werden ausreichend Daten erhoben aus Ihrer Sicht? Wo gibt es Nachbesserungsbedarf? Und wie könnte eine so großflächige Evaluation aussehen? Danke sehr. Vielen Dank, Frau Dr. Nothager. Sie haben eine Minute.
Sonst gebe ich das Wort zuerst an Professor Dr. Gerhardus. Ja, vielen Dank. Ich muss gestehen, ich habe etwa die Hälfte der Frage verstanden. Insofern müssen Sie gegebenenfalls nochmal nachhaken. Aber was ich verstanden habe, war, wie die Evidenzsituation der gegenwärtigen Maßnahmen eingeschätzt wird. Dazu kann ich sagen, dass wir zusammen mit 25 anderen Fachgesellschaften das Kompetenznetz Public Health zu Covid-19 gegründet haben, um evidenzbasierte Factsheets und Ähnliches zu produzieren als Unterstützung der politischen Entscheidungsfindung. Das beruht im Wesentlichen darauf, dass wir systematische oder auch narrative Literaturrecherchen durchführen. Das Problem ist natürlich, dass es zu Covid-19 noch relativ wenig gibt. Das heißt, wir müssen uns zum Teil behelfen mit Erfahrungen, die wir mit anderen Erkrankungen, insbesondere Influenza, aber auch den Vorgängererkrankungen wie SARS-1 und MERS gemacht haben. Wir würden uns selbstverständlich wünschen, dass mehr Daten zur Verfügung stehen. Insbesondere wäre es aus unserer Sicht wünschenswert gewesen, wenn die Öffnungsmaßnahmen, die aus unserer Sicht deutlich zu schnell im Moment erfolgen, wenn die schrittweise erfolgt werden, sodass man die Chance hat, jeweils zu evaluieren, wie die Effekte dieser einzelnen Maßnahmen sind. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt an die FDP für 10 Minuten über. Und die erste Frage stellt Professor Dr. Ullmann. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie, an Professor Salzberger. Hier ist die Frage: Die ersten wirksamen Antikörpertests wurden in den vergangenen Tagen vorgestellt. Wenn nur ein entsprechender Test angewendet wird und positiv ausfällt, wie sollte dann verfahren werden? Müssen sich die entsprechenden Personen in Quarantäne geben? Vielen Dank, Herr Professor Dr. Salzberger. Der positive Antikörpertest kann, können Sie mich verstehen? Ja. Kann zwei Aussagen haben, entweder eine Infektion, die schon länger zurückliegt, aber der kann auch sozusagen eine akute Infektion anzeigen, die noch wenige Tage zurückliegt. Deswegen muss man in dieser Situation dann weiter schauen, wenn dieser Patient akute Symptome hat, wenn bei dem Patienten bisher keine Infektion mit Covid bekannt geworden ist, dann muss man tatsächlich zumindest in Betracht ziehen, dass dieser Patient akut infiziert sein könnte und dann entsprechende Maßnahmen auch einleiten. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Schindenburg. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Kluckert, den Einzelsachverständigen. Herr Professor Kluckert, es geht um die Verordnungsermächtigung, die bereits im Infektionsschutzgesetz im März eingebaut wurden und jetzt weitere erfolgen und oft oder fast regelmäßig immer auch noch ohne Zustimmung des Bundesrates. Wir haben dazu schon eine Äußerung von Professor Wollenschläger gehört, der sich dazu teilweise geäußert hat. Ich möchte gerne Ihre Meinung hören. Liegt hier nicht den Kernbereich der legislativen Rechte verändernde Gewichtsverschiebung vor? Oder anders ausgedrückt, ist das verfassungsgemäß, was dort vorgeschlagen wird? Wenn nein, haben Sie Vorschläge, wie man es doch noch verfassungsgemäß machen könnte, mit welchen Maßnahmen? Vielen Dank, Herr Professor Dr. Kluckert, Sie haben das Wort. Ja, danke, Herr Abgeordneter, für die Frage, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete. Die Verordnungsermächtigungen des § 5 Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes stellen weite Teile des in Parlamentsgesetzen niedergelegten Gesundheitsrechts unter Verordnungsvorbehalt. Damit relativieren sie den Rang von Parlamentsgesetzen und treten konkret erstens zur Gewaltenteilung, zweitens dem Vorrang des Gesetzes und drittens zum Demokratieprinzip. Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit gesetzesverdrängender Rechtsverordnungen ist bisher nur in Grundzügen geklärt. Jedoch ist es so, dass sowohl die seit März bestehenden als auch die vorgeschlagenen neuen Ermächtigungen nicht einmal diejenigen Kriterien erfüllen, die das Bundesverfassungsgericht zu Verordnungsermächtigungen mit viel kürzerer Reichweite entwickelt hat. Nach Artikel 80 des Grundgesetzes müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß einer Rechtsverordnung im Gesetz vorherbestimmt sein. Sinn der Regelung ist es, mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts, das Parlament daran zu hindern, sich seiner Verantwortung als gesetzgebende Körperschaft zu entäußern. Die im Infektionsschutzgesetz allein über den Zweck vermittelte Begrenzung, also zum Beispiel über das Merkmal zur Sicherstellung der Versorgung, ist hingegen nicht geeignet, um Inhalt und Ausmaß denkbarer Verordnungsregelungen ausreichend zu begrenzen.
Denn der Gesetzgeber eröffnet vielmehr den Zugriff auf das gesamte öffentlich-rechtliche Gesundheitsrecht. Und diese Gesamtschau hat ja der Kollege Wollenschläger gerade nicht angestellt. Aufgrund der weiten Befugnis zur Derogation von Parlamentsgesetzen lässt sich mit Blick auf eine weitere vom Bundesverfassungsgericht gezogene Grenze folgende Aussage treffen. Es ist nicht ganz fernliegend, dass mit dem Infektionsschutzgesetz Parlamentsgesetze in einem solchen Umfang für subsidiär erklärt wurden, dass innerhalb des Staatsgefüges eine den Kernbereich der Legislative verletzende Gewichtsverschiebung, wenn auch temporär, eingetreten ist. Allerdings mag Folgendes verfassungsrechtlich nicht völlig ausgeschlossen sein. Möglicherweise kann eine ausnahmezustandsähnliche Lage eigenartbedingte Abstriche von den normalerweise zu verlangenden Anforderungen an die Bestimmtheit einer Ermächtigung erlauben. Das gilt aber in keinem Fall für die Gewaltenteilung und für Eingriffe in den Kernbereich der Legislative. Zur Sicherstellung der verfassungsrechtlichen Stellung des Parlaments wären Sicherungselemente unabdingbar, die § 5 Absatz 2 nicht aufweist. Zu diesen Sicherungselementen würde es gehören, dass der Deutsche Bundestag sich einen unmittelbaren gestalterischen Einfluss auf die Rechtsverordnung wahrt. Dies müsste durch einen Zustimmungs- und Änderungsvorbehalt erfolgen. Dazu und zu weiteren Vorkehrungen verweise ich auf meine schriftliche Stellungnahme. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Aschenberg-Duckmaß. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht ebenfalls an den Einzelsachverständigen Herrn Professor Kluckert und betrifft den § 9 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe K, also Konrad des Infektionsschutzgesetzes, das ja normiert, dass die namentlichen Meldungen der betroffenen Personen nunmehr enthalten müssen den wahrscheinlichen Infektionsweg, einschließlich Umfeld, in dem die Übertragung wahrscheinlich stattgefunden hat, mit Name, Anschrift und weiterer Kontaktdaten der Infektionsquelle und wahrscheinliches Infektionsrisiko. Herr Professor Kluckert, ist dieser Grundrechtseingriff aus Ihrer Sicht zu rechtfertigen? Vielen Dank. Herr Professor Dr. Kluckert. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Es geht ja bei dieser Änderung um die sogenannte Umfeldausforschung, um Ansteckungsketten zu unterbrechen. Dabei sollen personenbezogene Daten erhoben und dann natürlich auch verarbeitet und gespeichert werden. Diese Umfeldausforschung soll, ich bin kein Mediziner, aber epidemiologisch sehr sinnvoll sein und auch wichtig sein, um eben Ansteckungsketten wirksam unterbrechen zu können. Daher wäre ein Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht wohl gerechtfertigt. Allerdings könnte man sich nur kurz noch fragen, ob vielleicht bei sehr reinen und ganz vagen Ansteckungsverdachten das anders zu sehen ist. Aber im Großen und Ganzen ist diese Regelung verfassungsrechtlich in Ordnung. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Professor Dr. Ullmann. Herzlichen Dank. Meine nächste Frage geht an die KBV. Hier die Fragestellung über ÖGD. ÖGD wird personell gestärkt und auf verschiedenen Parteien ist schon zu hören, dass dies nachhaltig geschehen soll. Und der öffentliche Gesundheitsdienst sollte daher mehr Aufgaben bekommen. Sehen Sie die Gefahr, dass eine mögliche Parallelstruktur mit dem ÖGD aufgebaut wird? Herr Dr. Gassen. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Danke, Professor, für die Frage. Ich hoffe, ich habe Sie einigermaßen richtig verstanden. Es ging darum, inwieweit möglicherweise durch Regelung des Gesetzes jetzt im ÖGD Strukturen aufwachsen, die, ich will es mal salopp formulieren, in Konkurrenz zum vertragsärztlichen Bereich stehen. Das ist sicherlich zunächst mal nicht zu befürchten. Wir haben gewisse Probleme mit einigen Formulierungen, die insbesondere fast wie eine Weisungsbefugnis des öffentlichen Gesundheitsdienstes in die Vertragsärzteschaft hinein zu interpretieren wären, was wir natürlich ablehnen und was, glaube ich, auch eine relativ absurde Vorstellung ist. Denn gerade in dieser Pandemie haben wir feststellen können, dass es nicht zuletzt durch die Vertragsärzte möglich war, die Pandemie in der Form zu kontrollieren, wie das geschehen ist. Denn 6 von 7 Covid-19-Patienten sind letztlich in der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung behandelt worden. Deshalb musste nur ein sehr, sehr kleiner Teil in die Krankenhäuser, weshalb wir in unserem Gesundheitssystem auch zu keinem Zeitpunkt an die Belastungsgrenze gekommen sind. Von daher glaube ich, es ist richtig und wichtig, dass der öffentliche Gesundheitsdienst personell und auch finanziell vernünftig aufgestellt wird, denn wir haben schon gewisse Defizite jetzt bei der Pandemie
Versorgung feststellen müssen, einfach weil diese Ausstattung fehlte. Und das ist nicht nur eine Frage der Schutzausrüstung. Insofern, glaube ich, muss es eine klare Zuordnung geben von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes und der Vertragsärzte, dass man Kooperationserfordernisse hier definiert, ist eine Sache. Parallelstrukturen machen aus unserer Sicht natürlich überhaupt keinen Sinn. Sehen wir aber jetzt konkret in der Form nicht. Wir sehen viel eher eine Übergriffigkeit oder Übergriffigkeitsmöglichkeit des öffentlichen Gesundheitsdienstes auf die Vertragsärzte zu schauen. Vielen Dank. Wir haben noch Zeit für eine kurze Frage und kurze Antwort. Die Frage stellt Frau Helling-Plahr. An die Bundesärztekammer. Artikel 13 des Gesetzentwurfs beabsichtigt ja eine Ergänzung des 12a Absatz 1 Transfusionsgesetz, mit der klargestellt werden soll, dass die Richtlinie Hämotherapie im Fall neuer medizinischer, wissenschaftlicher und epidemiologischer Erkenntnisse auf ihre Aktualität hin zu prüfen ist. Wird das aus Ihrer Sicht eine Änderung der gegenwärtigen Aktualisierungspraxis bringen? Und wenn ja, wie wird die aussehen? Ich glaube, es bleibt beim Ja oder Nein und nicht mehr bei der Begründung. Herr Dr. Reinhardt. Ja, danke schön, Herr Rüttel. Dann sagen wir dazu Nein. Und wir stellen aber fest, dass wir es zum jetzigen Zeitpunkt etwas unangemessen finden, dass dieses Gesetz, dass diese Änderung im Pandemieschutzgesetz jetzt hier mit transportiert wird. Insofern glauben wir, man kann in Ruhe darüber sprechen und zu einem anderen Zeitpunkt das auch besprechen müssen. Danke. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Fragerecht der Fraktion Die Linke für 9 Minuten. Und die erste Frage stellt Dr. Kessler. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Dr. Rolf Rosenbrock. Herr Professor Rosenbrock, die Krankenkassen sollen ihre Präventionsausgaben gerade jetzt in der Corona-Zeit ohne Folgen absenken können. Sie haben das als falsches Signal kritisiert. Können Sie uns das bitte einmal kurz begründen? Herr Professor Dr. Rosenbrock, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Abgeordneter, für diese Frage. Wir reden ja heute über ein Gesetz zum Schutze der Bevölkerung und bis zur bevölkerungsweiten Verfügbarkeit eines wirksamen Impfstoffes ist die Verhaltensprävention der einzige Schutz der Bevölkerung vor Covid-19. Es geht um eine wirklich grandiose Aufgabe der Verhaltensprävention mit den 6 Botschaften. Prävention ist Selbstschutz und Solidarität. Zweitens Abstand halten. Drittens Mund-Nasen-Schutz. Viertens Hände waschen, fünftens Hände und Finger nicht ins Gesicht, sechstens Husten, Niesen in die Armbeuge. Das klingt trivial, ist es aber überhaupt nicht, weil das sind tief eingreifende in kulturelle Gewohnheiten und Entwicklungen notwendig werdende Verhaltensänderungen. Und dazu, wenn man sowas will, damit haben wir Erfahrung. Wir haben Erfahrung mit der HIV-AIDS-Kampagne. Braucht man eben sozusagen mehrere Ebenen. Man braucht einerseits eine Dachkampagne, die diese Botschaften auf allen verfügbaren Medien, also über TV, Plakate, demnächst auch wieder Kino, Zeitung und eben nicht nur im Netz verbreitet. Aber und eine solche Dachkampagne braucht eine Unterfütterung und für Konkretisierung, zur Befestigung, zur Verstärkung, zur Habitualisierung des jetzt geforderten Verhaltens. Und der Ort und die Methode, wo das passieren kann, ist die lebensweltbezogene Prävention, wie sie in § 20a und b SGB 5 verankert ist. Und es ist völlig unbegreiflich, wie man solche Aktivitäten in einem Pandemiezusammenhang reduzieren kann. Mein Votum als Gesundheitswissenschaftler und 30 Jahre in HIV-AIDS erfahren wäre eher Verstärkung, denn wir haben eben sozusagen die Orte, wir haben die Lebenswelten mit diesem Gesetz erreicht oder wir können noch mehr erreichen. Wir haben Zugänge, wir haben Strukturen, wir haben Akteure, wir haben Methoden und man kann in alle diese Lebensweltprojekte, wo es ja darum geht, partizipativ auf gleicher Augenhöhe sozusagen Lebenswelten und Verhalten aufeinander anzupassen, haben wir die Möglichkeiten und dürfen sie jetzt nicht ungenutzt lassen. Wir müssen ja auch sehen, die Verhaltensprävention ist eine längerfristig notwendige Sache, mindestens mehrere Jahre. Und wir haben die guten Erfahrungen mit der HIV-AIDS-Kampagne, mit der Trimm-Dich-Bewegung, mit dem Sicherheitsgurt erst klicken, dann starten. Und im 7. Sinn, wir wissen, wie man das macht. Und dass sozusagen das jetzt nicht gemacht wird, löst in meinen Fachkreisen eigentlich eher Kopfschütteln aus. Und der 20a und der 20b SGB 5 müssten mindestens unvermindert weiterlaufen, wenn sie nicht schon. Man kann diese ganze
Herr Professor Rosenbrock, vielen Dank. Die Fraktion ist mit der Beantwortung zufrieden. Das Wort hat für die nächste Frage Dr. Kessler. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Unsere zweite Frage geht an Herrn Christian Pelmke vom Verein Wir Pflegen. Ich möchte gern fragen, wie bewerten Sie im Gesetz die im Gesetzentwurf vorgeschlagene Regelung zum Pflegeunterstützungsgeld? Und zwar sowohl einmal im Hinblick auf die Verbesserung von Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, aber auch jetzt im Hinblick auf die aktuelle Pandemiesituation. Herr Pelmke. Ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, man versteht mich. Ja. Ja. Also danke für die Frage. Um es mal kurz einzuordnen, wir reden ja seit Wochen über die Herausforderungen im Gesundheits- und Pflegebereich, und die häusliche Pflege spielt da generell keine große Rolle, muss man ja mal sagen. Es geht um 5 Millionen pflegende Angehörige. Und die Situation ist ja so, dass die Tagespflegeeinrichtungen weggebrochen sind, vielfach aber auch die ambulante Pflegedienste und auch die sozialen Netzwerke nicht mehr mit eingebunden werden können wie vorher wegen dem Infektionsrisiko. Und anhand dessen muss man ja bewerten, was im Gesetz drinsteht und ob das dazu wesentlichen Verbesserungen beitragen kann. Und die Antwort heißt schlichtweg nein. Bezogen auf das Pflegeunterstützungsgeld, jetzt 10 Tage zusätzlich bereitzustellen für die Pandemie, schön und gut, es müssen aus unserer Sicht eigentlich 20 Tage sein, damit man da eine gewisse Form von Flexibilität schaffen kann. Aber so oder so, auch bei 20 Tagen, wäre das ja nur ein erster Schritt, weil das Problem ist ja, wenn ich auf der einen Seite mich um meine Mutter, meinen Vater oder mein pflegebedürftiges Kind kümmern muss und auf der anderen Seite den Arbeitgeber habe, der mich auch jetzt wieder bei der Arbeit haben möchte. Ich habe den Jahresurlaub, viele haben den Jahresurlaub aufgebraucht oder der läuft bald aus, dann nützen mir auch solche 10 Tage nicht oder auch 20 Tage erstmal recht wenig. Und deswegen wäre es natürlich wichtig, da weitere Lösungen zu schaffen. Und hier rächt sich, das hat Frau Fix schon richtig angesprochen auch, dass wir mit der Pflegezeit und Familienpflegezeit eben keine guten Lösungen haben. Das Darlehen war vor der Pandemie schlecht, das ist auch jetzt schlecht. Das führt eher dazu, dass die Situation sich für viele, wie gesagt, noch weiter zuspitzt, weil das Risiko auch viel zu hoch ist und eine Form von Verschuldung sowieso auch keine Wertschätzung beinhaltet für das, was da geleistet wird. Und deswegen müsste eigentlich in diesem Gesetz zwingend verankert sein, dass da auch nach zum Beispiel nach § 56 Absatz 1a Infektionsschutzgesetz eine Gleichbehandlung auch hergestellt wird zu den Eltern. Wenn die Kitas die Schulen wegbrechen, dann gibt es da eine 6-wöchige Lohnersatzleistung. Für pflegende Angehörige gibt es das nicht. Das lässt sich nicht argumentieren, meiner Meinung nach. Da müsste man dringend nachziehen. Und in Ihrem Antrag von der Fraktion Die Linke ist ja auch richtig nochmal benannt worden, wir brauchen eine längerfristige Lösung. Und es gibt ja einen Bericht des unabhängigen Beirates für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Und der muss endlich auch geprüft werden. Man muss daraus auch Maßnahmen entwickeln und vorlegen. Wenn das schon passiert wäre, zumindest mal im Ansatz, würden wir heute schon auf einem ganz anderen Niveau nach Lösungen suchen. Das ist bisher nicht passiert und muss jetzt dringend angepasst werden. Und eine kleine Sache noch. Viele pflegende Angehörige haben große Erwartungen an ein zweites Maßnahmenpaket geknüpft. Und das, was jetzt vorliegt, ist einfach eine bittere Enttäuschung. Und es braucht ganz dringend ein ernstzunehmendes Signal der Unterstützung in die häusliche Pflege. Das wird dringend von allen erwartet. Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Kessler. Meine nächste Frage geht an Frau Dr. Fix vom Deutschen Caritasverband. Frau Dr. Fix, ist es gerechtfertigt, dass Gesundheitseinrichtungen Daten über ihre Beschäftigten zum Impf- und Serostatus nicht nur in Bezug auf Covid-19, sondern auch in Bezug auf andere übertragbare Erkrankungen verarbeiten dürfen? Beziehungsweise welche Gefahren sehen Sie dabei? Frau Dr. Fix, Sie haben das Wort und zwei Minuten Zeit. Ja, danke. So berechtigt das Anliegen ist im Rahmen des 23a für die Fälle des Covid-19 hier seitens der Arbeitgeber Daten verarbeiten zu können und zu sollen. So schwierig ist die Regelung, weil sie dieses Recht sozusagen auf alle weiteren übertragbaren Erkrankungen ausweitet. Zwar ist in letzter Minute, in der letzten Woche noch in den Gesetzentwurf aufgenommen worden, dass übertragbare Krankheiten, die im Rahmen einer leitliniengerechten Behandlung nach dem Stand der Wissenschaft nicht mehr übertragen werden können, jetzt nicht unter die Regelung fallen. Das betrifft HIV. Aber wir haben natürlich nach wie vor die Problematik, dass solche Erkrankungen wie Hepatitis B, die dieses Kriterium nicht erfüllen, von der Regelung erfasst werden. Es muss aus unserer Sicht eben dringend vermieden werden, dass chronisch kranke Menschen am Arbeitsplatz oder bei der Arbeitssuche diskriminiert werden. Und wir bitten da, eine Formulierung zu finden, die dieses ausschließt und die eben im Grunde sozusagen nur Covid-19 erfasst. Danke. Wir haben noch eine Minute. Herr Dr. Kessler, Sie könnten noch eine kurze Frage stellen.
Dann geht meine nächste Frage an Frau Genster von der Gewerkschaft Verdi. Verdi hat mit seiner Initiative die Sonderzahlung für Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen in die öffentliche Debatte gebracht. Welche Vorschläge, die jetzt über die momentane Regelung im Gesetz hinausgehen, hätten Sie noch? Frau Genster. Herzlichen Dank für die Frage, Grit Genster, Gewerkschaft Verdi. Unstrittig ist, dass den Beschäftigten in der Altenpflege während dieser Pandemie alles abverlangt wird. Das gilt aber auch für die Beschäftigten der Krankenhäuser, der Behindertenhilfe, der Rehabilitationseinrichtungen, der Rettungsdienste. Deswegen begrüßen wir diesen ersten Schritt, dass mit dem § 150a ein Rechtsanspruch für die Corona-Prämie gesichert wird. Nicht nur für die Beschäftigten, sondern auch für die Auszubildenden in ambulanten und stationären Einrichtungen. Fest steht damit für 2/3 der Prämie, in welcher Höhe und zu welchem Zeitpunkt sie beansprucht werden kann und wann die Einrichtungen und die Arbeitgeber den Kassen gegenüber die Zahlung anzuzeigen haben. Offen geblieben sind neben der Gegenfinanzierung durch Bund, durch Steuermittel die Konsequenzen, wenn Arbeitgeber dem Anspruch auf Auszahlung und Anzeige nicht nachkommen. Hier sind nach unserer Auffassung Sanktionierungen im Gesetz zu ergänzen. Und darüber hinaus sind auch die Informationen an die Beschäftigten wichtig, damit sie im Zweifel auch individuelle Ansprüche durchsetzen können. Und die Länder müssen natürlich den vollen Anspruch auch für das letzte Drittel der Prämie sichern. Positiv ist, dass die Sonderprämie unpfändbar ist. Allerdings muss auch da nochmal gesetzlich nachgebessert werden, damit die Prämie darüber hinaus auch nicht angerechnet wird für Beschäftigte, die zusätzlich Leistungen Vielen Dank. Die Botschaft ist, glaube ich, oder die Information angekommen. Das Fragerecht geht jetzt über an die Fraktion Bündnis 90 Grüne. Und die erste Frage stellt Frau Kleinschmeink. Frau Beiran. Vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Professor Kinggren. Und zwar geht es um § 5 Infektionsschutzgesetz. Da würde mich interessieren, inwieweit er einen Verstoß gegen die Grundprinzipien der Verfassung sieht, insbesondere Artikel 80 im Hinblick auf die Bestimmtheit bzw. Unbestimmtheit und Artikel 83 in Bezug auf die Übertragung von Verwaltungsaufgaben der Länder auf das Bundesgesundheitsministerium. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Professor Dr. Kinggren. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete und Thorsten Kinggren, Universität Regensburg. Ich hoffe, Sie können mich alle hören. Ich konnte leider nicht von Anfang an dabei sein. Ich sehe tatsächlich einige Punkte dieser Reform ausgesprochen kritisch. Hier wird leider gerade neben mir Rasen gemäht, deswegen wird das etwas lauter. Entschuldigung. Ich sehe einige Punkte dieser Reform extrem kritisch. Möchte aber trotzdem vorwegschicken, dass die ergriffenen Maßnahmen der letzten Wochen und Monate tatsächlich überwiegend vernünftig waren. Das Infektionsschutzgesetz, wir als Gesamtgesellschaft waren zwar nicht darauf vorbereitet, gleichwohl war das vernünftig. Dass man aber etwa die Versammlungsfreiheit nicht einfach suspendieren kann, das hätte damals schon klar sein müssen. Ich will, bevor ich auf den § 5 eingehe, kurz auf ein weiteres Problem eingehen, und zwar die Eingriffsgrundlagen im Infektionsschutzgesetz. Die sind bisher alle nur an Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige gerichtet. Aber die Kontaktverbote, auch die Quarantäneanordnungen, die wir jetzt erlassen haben, sind derzeit an alle Personen gerichtet, unabhängig davon, ob von ihnen eigentlich eine individuelle Gefahr ausgeht. Das heißt, wir benötigen auch rechtliche Regeln darüber, ob und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen auch Personen, von denen keine Ansteckungsgefahr ausgeht, in Anspruch genommen werden können. Das ist vor dem Hintergrund der einmaligen Streubreite und Eingriffstiefe der letzten Wochen, glaube ich, unvermeidbar. Wir müssen hier zu Differenzierungen kommen, die aber zugleich Diskriminierungen vermeiden. Ich kann allerdings verstehen, dass das jetzt nicht im Gesetz steht, denn das setzt eine, glaube ich, sehr grundlegende, auch zivilgesellschaftliche, wissenschaftliche Diskussion voraus, wie wir hier zu Differenzierungen kommen. Jetzt zu dem § 5, Frau Abgeordnete. Herr Kluckert hat da schon zur Stellung genommen. Diese Norm ist schon Ende März verbreitet in der Verfassungsrechtswissenschaft und zwar ganz, ganz fast allgemein durchgängig kritisiert worden. Deswegen bin ich erstaunt, dass jetzt noch eine weitere Rechtsverordnungsermächtigung hinzukommt. Herr Kluckert hat, finde ich, schon sehr viel Richtiges dazu gesagt. Ich möchte aber sagen,
dass der Prüfungsmaßstab Artikel 80 Grundgesetz, da geht es also um die Rechtsverordnungsermächtigung, eigentlich die Sache noch verharmlost. Denn letztlich passt der Artikel 80 Grundgesetz ja nur für die Fälle, in denen Rechtsverordnungen Bundesgesetze konkretisieren. Hier geht es aber um Rechtsverordnungsermächtigungen, die auch Bundesgesetze konterkarieren dürfen. Und damit ist das Demokratie, auch das Rechtsstaatsprinzip betroffen. Also zwei Prinzipien, die wir auch die Verfassungsänderung nicht beseitigen dürfen. Ich will sagen, das Rechtsstaatsprinzip sagt, dass die vollziehende Gewalt an Recht und Gesetz gebunden ist. Und das gilt natürlich auch für den BME. Und der § 5 Absatz 2 versetzt in die Lage, genau das Recht, genau das Gesetz, an das er gebunden ist, zu suspendieren und durch eigenes Recht zu ersetzen. Und damit ist zugleich das Gewaltenteilungsprinzip massiv betroffen, meine ich. Und vielleicht stellen Sie sich das einfach mal vor. Die Rechtsverordnungsermächtigung erfasst auch das Infektionsschutzgesetz selbst. Also alles, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, was Sie jetzt im Bundestag beschließen werden, heute oder morgen oder wann auch immer, kann übermorgen der Bundesminister für Gesundheit wieder beseitigen. Ja, das ist sozusagen, und vielleicht zum Abschluss noch, das ist meines Erachtens keine Frage von rechts und links oder von Regierung und Opposition, denn es geht hier um die Selbstachtung des Bundestages und jedes Einzelne. Wir bedanken uns für die Beantwortung der Frage bis hierhin und die nächste Frage stellt Frau Kleinschmeig. Ja, danke schön. In der Kürze der Zeit, Frau Fix, Caritas, wir hatten schon über den Schutzschirm gesprochen, einige Dienste genannt. In unserem Antrag haben wir insgesamt 13 Bereiche aufgeführt, die Hebammenhilfe, ambulante Hospizdienste und andere. Da hätte ich noch mal gerne eine Einschätzung von Ihnen wegen der Wichtigkeit auf der einen Seite. Und zweitens, der zweite Punkt in unserem Antrag geht um klarstellende Regelungen zur Flexibilisierung der Angebote. Was ist da notwendig? Frau Dr. Fix. Ganz herzlichen Dank, Frau Kleinschmeink, für die Frage. Ja, Sie haben in Ihrem Antrag dem Bunde nach alle Bereiche aufgelistet, die auch wir seitens der Wohlfahrtspflege in den letzten Wochen als sozusagen von dramatischen Entwicklungen betroffen gesehen haben. Das betrifft, das möchte ich auch mal ausdrücklich noch mal sagen, tatsächlich sozusagen die Tatsache, dass Versorgung für höchst vulnerable Gruppen von Patienten hier nicht stattgefunden hat. Und ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Sachverständige, aber es wurde jedenfalls schon gesagt, wir müssen hier dringend Vorkehrungen treffen, dass in einer auftretenden Pandemiesituation so etwas nicht wieder geschehen darf. Betrifft zum Beispiel die Frage der Schutzausrüstung, die einfach nicht vorhanden war, und Telemedizin und Versorgung digital und telefonisch kann dann auch nur in bedingtem Maße gelingen. Ja, noch nicht genannt sozusagen, heute an dieser Stelle waren beispielsweise die psychiatrischen häuslichen Krankenpflegedienste, aber auch der Bereich des Hospizes. Frau Kleinschmeink, Sie haben gerade die ambulanten Hospizdienste benannt. Und auch die Hospize, die keinen Versorgungsvertrag nach 72 haben, werden von diesem Gesetz noch nicht umfasst, sowie der Bereich der sozialmedizinischen Nachsorge im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung. Und wir sind den Grünen also wirklich unglaublich dankbar, dass in diesem Antrag sozusagen alle Bereiche, in denen wir Probleme und Lücken sahen, aufgegriffen werden. Sie haben dann auch noch nach Flexibilisierung gefragt. Da sehen wir auch noch ein Problem, und zwar beim versicherten Stammdatenmanagement. Es ist ja notwendig, dass bei der erstmaligen Leistungsinanspruchnahme beim Arzt sozusagen die elektronische Gesundheitskarte eingelesen wird zum Zwecke eines Online-Abgleichs und einer Online-Datenaktualisierung. Das ist vorgeschrieben in dem 291.2b. Und das wird, diese Regelung blockt und konterkariert im Grunde sozusagen die flexible Inanspruchnahme von Verordnungen, wie wir sie insbesondere dann vor Ort auch in den Pflegeheimen benötigen. Nicht immer sind diese mobilen Kartenterminals vorhanden. Und so bitten wir hier zu überdenken, ob diese Regelung nicht bis ins dritte Quartal hinein vorübergehend pandemiebedingt ausgesetzt werden sollte. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Dr. Kappert-Gonter.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Professor Gerhardus von der Deutschen Gesellschaft für Public Health. Herr Professor Gerhardus, wie bewerten Sie die vorgesehene Regelung, die für Präventions- und Gesundheitsförderung vorgesehenen Mittel den Krankenkassen dieses Jahr anderweitig zur Verfügung zu stellen? Und was schlagen Sie gegebenenfalls stattdessen vor? Danke. Herr Professor Dr. Gerhardus, Sie haben etwa anderthalb Minuten. Ja, vielen Dank. Es wird oft gesagt, dass die vor der Viruserkrankung Covid-19 seien alle Menschen gleich. Dieser Satz ist falsch. Tatsächlich leiden die Menschen, die ohnehin schon gesundheitlich und sozial benachteiligt sind, mehrfach an Covid-19. Sie haben ein höheres Risiko zu erkranken. Sie tragen die Hauptlast an den Sterbefällen und sie sind am stärksten von den Maßnahmen der physischen Distanzierung betroffen. Einkommensausfälle schlagen unmittelbar durch und auch der Schulersatz zu Hause ist deutlich schlechter umsetzbar. Analysen von dem Kompetenznetz Public Health zu Covid-19, einem Zusammenschluss von 25 wissenschaftlichen Fachgesellschaften, zeigen, dass diese Isolations- und andere Maßnahmen negative Folgen für die psychosoziale Gesundheit haben, konkret erhöhte Depressivität, Ängstlichkeit, posttraumatische Belastung, Suizidalität, Wut und erhöhtes Stress erleben. Das im Jahr 2015 verabschiedete Präventionsgesetz hat genau diese Ungleichheiten im Blick. Ganz am Anfang heißt es dort, die Leistungen sollen insbesondere zur Verminderung sozial bedingter sowie geschlechtsbezogener Ungleichheit von Gesundheitschancen beitragen. Das hat das BMG aktuell auch nochmal bestätigt. Tatsächlich lässt sich dem Präventionsbericht von 2019 auch entnehmen, dass Aktivitäten in den lebenswerten Schulen und Betrieben genau am häufigsten auf die Vermittlung von Gesundheitskompetenz und die Stärkung psychischer Ressourcen abzielten. Also im Wesentlichen genau das, was jetzt gebraucht wird. Es erscheint daher sehr widersinnig, diesen Maßnahmen die Mittel genau zu dem Zeitpunkt zu entziehen, an dem sie so nötig sind wie nie zuvor. Es ist natürlich richtig, dass einige Präsenzmaßnahmen ausfallen. Wir wissen aber auch aus dem Schul- und Hochschulbereich, dass sich das kompensieren lässt. Der Aufwand wird dadurch aber nicht kleiner, sondern eher größer. Und zusätzlich kommen die Covid-19-bedingten Aufgaben dazu. Was man machen könnte an Beispielen, ist den Einsatz von Gesundheitsfachkräften. Sie müssten zum Schluss kommen. Von daher im Schluss raten wir dringend davon ab, diese finanziellen Mittel anderweitig zu verwenden. Sie sollten im Gegensatz erhöht werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schließe unsere experimentelle Anhörung. Freue mich, dass es also nach anfänglichen technischen Problemen dann doch, denke ich, zufriedenstellend gut geklappt hat. Wir haben technisch wie inhaltlich etwas dazugelernt und ich wünsche allen noch einen angenehmen Tag und eine gute Woche. Danke ebenso. Tschüss. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei unseren Sachverständigen.